Kohlenberger zu Gast, um mit ihr über ihr neues Buch zu diskutieren, das den prägnanten Titel Wir trägt. Willkommen, Judith, schön, dich hier zu haben. Hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Angelika Stridinger. Ich leite den Bereich Wissenschaft und Politik im Renner-Institut und freue mich schon auf die kommende Stunde. Judith Kohlenberger ist Kulturwissenschaftlerin an der Wirtschaftsuniversität Wien und setzt sich seit Jahren intensiv mit Migration und Flucht auseinander. Sie wurde dafür auch 2019 mit dem Kurt-Rothschild-Preis ausgezeichnet, den das Renner-Institut gemeinsam mit dem SPÖ-Parlamentsclub jedes Jahr verleiht. So übrigens auch dieses Jahr. Einreichungen für Kurzentschlossene sind noch bis Montag möglich und alle Infos gibt es auf unserer Homepage. Besonders bemerkenswert ist an Judith Kohlenberger neben der inhaltlich gehaltvollen Forschung auch noch ihr zivilgesellschaftliches Engagement. Vor ein paar Tagen hast du gemeinsam mit vier weiteren Erstunterzeichnerinnen die Petition Hände weg vom Rechtsstaat an Justizministerin Alma Sadic übergeben. Im September habe ich dich gesehen bei einer Pressekonferenz von SOS Mitmensch zur Passegalwahl und vor allem engagierst du dich seit Herbst letzten Jahres ganz intensiv im Rahmen der Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit, die erfordert, dass Österreich Geflüchtete aus den Lagern auf den griechischen Inseln aufnehmen soll. Und darüber hinaus mischst du dich auch sonst immer wieder in den öffentlichen Diskurs ein mit Zeitungsartikeln und Beiträgen in Radio und Fernsehen. Und im ersten Lockdown, letzten Frühling, hast du schließlich ein Buch geschrieben, nämlich diesen schönen Band im strahlenden Gelb mit dem Titel Wir, erschienen im Februar in der Reihe Übermorgen des Verlags Krämerer und Scheriau. Bevor wir jetzt aber ins Gespräch kommen, will ich noch gern unser Publikum, Sie und euch, ermutigen, sich auch an diesem Gespräch zu beteiligen, auch wenn das selbst nach einem Jahr pandemiebedingter Online-Formate noch immer nicht so flüssig geht wie beim echten Zusammenkommen. Ihr könnt eure Fragen und Meinungen einbringen, indem ihr auf Facebook oder auf YouTube Kommentare schreibt, am besten direkt unter den Videos und die werde ich dann so gut wie möglich einbringen. So, und jetzt kommen wir zum Buch. Judith, die zentrale These im Buch ist ja die der Wachstumsschmerzen. Du schreibst, erst durch Nähe entsteht Reibung und sagst damit, dass Zusammenwachsen mit Reibung und Schmerzen verbunden ist und man diese Schmerzen nicht ignorieren darf, sondern bearbeiten muss. Und das ist für mich das Wesentliche an dieser These, dass der Schmerz sogar etwas Gutes ist, nämlich ein Zeichen der Anteilnahme am Gemeinsamen, im Gegensatz zu Teilnahmslosigkeit. Ich wollte dich eingangs fragen, wie bist du zu dieser Sichtweise gekommen? Also danke mal für die wirklich schöne Vorstellung. Ich habe das noch nie so in der Außenperspektive so schön zusammengefasst erlebt. Ich habe mir gedacht, wie du das alles aufgezählt hast. Im Grunde könnte man sagen, ich kann irgendwie nicht leise sein. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich das, was mich antreibt. Ja. Und so war es wahrscheinlich auch bei der Genese zu diesem Buch. Ich erzähle vielleicht ganz kurz, wie es dazu gekommen ist, weil das auch der Hintergrund dann dazu ist, dass ich diese Wachstumsschmerzen so als Kernmetapher eigentlich gewählt habe. Also die Tatsache, dass man aus Debatten, Diskussionen, Konflikten politische, gesellschaftliche Natur nicht ableiten sollte oder muss, dass die pluralistische Gesellschaft, das gemeinsame Wir gescheitert ist, sondern ganz im Gegenteil, dass das eigentlich auch eine Art von Öffnungsprozess sein kann, dieses im besten Sinne Zusammenstreiten und vor allem auch mit Blick auf die Geschichte. Historisch betrachtet, der Kampf ums Wir war natürlich immer ein Kampf, teilweise auch tatsächlich ein physischer Kampf, muss man sagen, wo Menschen auch gestorben sind, damit sie Teil dieses größeren Wirs werden. Also das Beispiel, das ich im Buch prominent auch erwähne, ist zum Beispiel, wer ist das Wir des Wahlvolks? Das war ja ursprünglich ein sehr, sehr enges Wir, das nach und nach erweitert wurde. Und ein guter Kampf, der uns allen noch immer in Erinnerung ist, weil das noch nicht so lange zurückliegt, etwa 100 Jahre, sind die Suffragetten, die Tatsache, dass da tatsächlich Frauen beim Kampf um die Aufnahme in das Wir des Wahlvolkes gestorben sind. Ja. Also das heißt, da leite ich daraus ab, nicht unbedingt, dass die Konflikte positiv per se sind oder dass das gut ist, dass das passiert, aber dass man daraus nicht unbedingt folgern muss, dass wir uns jetzt in einer Gegenbewegung befinden, wo all die Dinge, die wir erhofft haben, schon geschafft zu haben, schon erstritten zu haben, dass die gescheitert sind, sondern ganz im Gegenteil Teil dieses Prozesses. Ich nenne es im Buch affirmativ besetzen, ja, also bestärkend, bejahend drauf schauen. Vielleicht war es ein bisschen davon inspiriert, dass als ich das Buch geschrieben habe,
habe, wenn man das so eine Ablenkungsgeschichte, weil ich mir unmittelbar davor als Corona-Kollateralschaden das Knie verletzt habe, indem ich zu viel Sport gemacht habe. Im ersten Lockdown habe ich mir gedacht, das und das ist so aus der persönlichen Schmerzerfahrung getrieben, kann man sagen, ist das vielleicht so gekommen. Und der Grund, warum ich ja mich mit dem Wir überhaupt befasse, ist, dass mich der beste Verlag Österreichs, Gremei und Scherio, schon im Jahr 2019 war das tatsächlich, gefragt hatte, ob ich nicht eben zu meinen Forschungs- und, wie du so schön gesagt hast, auch Engagement-Themen, also das ist vor allem Teilhabe, Zugehörigkeit, Integration und Flucht und so weiter, ob ich da nicht ein Buch im Rahmen dieser neuen Reihe Übermorgen verfassen möchte. Und das Besondere an dieser Reihe ist eben, dass jedes Buch nur ein Wort im Titel haben soll. Ja. Und ich kann mich erinnern, beim ersten Austausch mit der Verlagsleiterin, der Stefanie Jaksch, haben wir also ein bisschen darüber philosophiert und ich habe dann gesagt, naja gut, wenn wir das Buch Integration nennen, da laufen alle Leserinnen und Leser schreiend davon, aus guten Gründen. Erstens mal, weil es ein furchtbar aufgeladener Begriff ist, der mittlerweile gleichzeitig wieder komplett semantisch entleert ist, weil alles und nichts bedeuten kann. Sonst auch so ein sehr technischer Begriff und steht sowohl politisch, aktivistisch, als auch, muss man sagen, akademisch stark in der Kritik. Und das kann sich jeder was darunter vorstellen, aber auch nicht. Es ist aber vor allem kein tauglicher Begriff, um Visionen zu erzeugen oder auch auf die Möglichkeiten hinzuweisen. Und ich wollte schon, ganz offen gestanden, ein Buch schreiben, das uns alle ein bisschen bestärkt und ermutigt. Damals gab es die Pandemie noch nicht, aber ich hatte damals schon den Eindruck, wir unter Anführungszeichen brauchen das. Es ist wahrscheinlich auch manchmal hilfreich, ein bisschen so diese Möglichkeiten stärker in den Blick zu nehmen. Und dann habe ich halt überlegt, naja, worum geht es denn eigentlich, wenn wir über Integration, Zugehörigkeit, Neuangekommene, immer schon hier Gewesene sprechen. Bin dann beim Begriff Zugehörigkeit gelandet, das fand ich immer noch nicht so schön als Vision. Und dahinter steht im Grunde das Wir. Ja. Und gleichzeitig, und deshalb fand ich es auch so passend als Begriff für das Buch, ist, würde ich sagen, der Integrations- und Migrationsdiskurs hierzulande, aber man muss ehrlicherweise konstatieren, eigentlich in Gesamteuropa in unterschiedlichen Schattierungen, stark von diesem Wir gegen die anderen geprägt. Und die Frage, wer in dieser Kategorie die anderen landet, das ist eine, die anhand von Herkunfts- und Nationalitätstrennlinien verläuft, stark auch anhand sozialer Trennlinien, ökonomischer Trennlinien. Also im Grunde diese sehr schwer fassbare, aber gleichzeitig auch wieder, jeder weiß, was man meint, wenn es gesagt wird, die Gruppe von Marginalisierten in irgendeiner Form. Ja, das kann man jetzt durchspielen auf unterschiedlichen Ebenen. Und das finde ich aber so wesentlich, das zu begreifen, was da passiert. Und deshalb ist neben diesem Wachstumsschmerz eben das andere wichtige Konzept, das ich auch im Buch erwähne, und das werden wir wahrscheinlich eh auch heute noch besprechen, dieser eigentlich kulturwissenschaftliche Begriff des Othering, der ursprünglich ja aus der postkolonialen Theorie kommt und den ich aber ganz hilfreich und tauglich finde, um jetzt in der Gegenwart in Österreich im 21. Jahrhundert zu beschreiben, was da auf vielen Ebenen passiert, gerade beim Thema Migration, Integration, aber nicht nur. Ja, auf den Begriff des Othering und überhaupt Benennungen will ich auf jeden Fall gleich kommen. Davor aber noch eine kurze Frage zu dieser Metapher von Wachstum oder auch, du verwendest auch die Metapher einer Wunde und sagst, dass ja Wunden auch schmerzen und jucken, dass aber dieses Jucken ein Zeichen für die Heilung ist. Jetzt hat aber Wundheilung idealerweise einen Endpunkt, wenn eben die Wunde dann verheilt ist und das Wir hat aber dieses Ende nicht. Also die Konstruktion des Gemeinsamen, der gemeinsamen Identität ist eben ein Prozess, der Arbeit und Einsatz braucht und der niemals wirklich abgeschlossen sein kann. Siehst du da aber zumindest unterschiedliche Phasen oder Etappen, die diesen Prozess strukturieren? Also ich glaube tatsächlich, dass beides wahr ist. Einerseits ist es wirklich ein stetiger Prozess, also gerade auch dieses Ringen um das demokratische Wir oder auch
der Kern dessen, was eine Demokratie ausmacht, ist ja auch das Ringen um Konsens eigentlich, auch wenn Konsens heutzutage so ein bisschen verpönt ist als ein schlechter oder ein fauler Kompromiss, aber eigentlich geht es bei der Demokratie ja natürlich genau darum, dieses stetige sich ausverhandeln, das im Grunde, wie du richtig sagst, nie abgeschlossen ist. Ja. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Da ist wahrscheinlich die Metapher nicht so tauglich, obwohl von einer anderen Ebene können wir sagen, wenn man es jetzt auf den Körper umlegt, was gerade in einer Pandemie natürlich sehr heikel ist. Im Grunde arbeitet der Körper natürlich immer daran, auch irgendwas wieder zusammenzudicken, zu heilen, eine Immunantwort zu starten, auch wenn das vielfach, und ich glaube, da ist schon die Parallele zur Gesellschaft zu erkennen, gar nicht wahrnehmbar ist, wie der Körper eigentlich arbeitet und uns trägt und stützt. Also da finde ich es ganz passend. Umgekehrt glaube ich schon, vielleicht auch auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen, mit dem Wir des Wahlvolks, ja, ich habe die Suffragetten erwähnt, da gab es natürlich schon so etwas, wo man sagen könnte, das sind Etappenziele. Ich glaube, gerade die Gleichberechtigung, die Gleichstellung von Mann und Frau ist so ein wesentlicher Punkt, wo man schon konstatieren muss, ohne dass man sich ausruht, da wäre ich sehr dagegen, dass wir uns ausruhen auf den Erfolgen, aber schon konstatieren muss, da ist natürlich gerade, was die rechtliche Gleichstellung belangt, in den letzten eigentlich wenigen Jahrzehnten sehr, sehr viel gelungen, was noch vor einigen Jahrhunderten ganz in weiter Ferne lag. Und aus dem möchte ich ja eigentlich auch diesen Mut schöpfen und diese Bestärkung schöpfen, dass viel möglich ist. Ich habe im Buch auch, weil ich es einfach so eindringlich finde, weil da auch ein bisschen meine eigenen disziplinären Wurzeln liegen, den Verweis auf die amerikanische Verfassung, die ja beginnt mit We the People. Und das finde ich deshalb so ein schönes Beispiel, weil zum Zeitpunkt, als die Verfassung geschrieben wurde, war mit We the People eine ganz, ganz andere Gruppe gemeint als jetzt. Also eine sehr enge, kleine Gruppe. Das waren weiße Männer, das waren Männer mit Besitz und Eigentum, das waren keine Sklaven, waren keine Frauen, etc., etc. Und da hat sich, das muss man natürlich schon konstatieren, viel, viel entwickelt, da ist viel gelungen. Man könnte auch sagen, da ist etwas geheilt, aber gleichzeitig, gerade jetzt auch mit Blick auf Black Lives Matter und ähnliche Bewegungen, sieht man, da muss auch noch viel geschehen. Also abgeschlossen ist es keineswegs. Ja, ja, damit werden wir uns auch noch beschäftigen, mit was kann man tun. Aber jetzt will ich aufgreifen, was du vorher erwähnt hast, nämlich die Frage, wie man das benennt, das Wir und die anderen und die Trennlinien. Weil es ist ja eigentlich ein Balanceakt, nämlich einerseits werden ja gesellschaftliche Gruppen erst zu etwas anderem gemacht. Ich ziehe Grenzen, wenn ich betone, was uns von denen unterscheidet, statt zu betonen, was uns verbindet. Und andererseits gibt es ja strukturelle Diskriminierung in unserer Gesellschaft. Und nur wenn ich Wörter habe, um das zu beschreiben, dann kann ich es auch erkennen und bearbeiten. Oder wie du schreibst, if you don't see race, you can't see racism. Also wenn ich zum Beispiel Statistiken habe zu Bildungsverläufen, zum Gesundheitssystem, zu Einkommen und hier unterscheiden kann zwischen Migrantinnen und Mehrheitsgesellschaft, dann ist das ja wichtig, um strukturelle Diskriminierung zu erkennen. Wenn ich das aber dann verwende, um darüber zu reden und öffentliches Bewusstsein dafür zu schaffen, dann bleibt mir ja, um diese Ungleichheiten prägnant und verständlich zu erklären, fast nichts anderes übrig, als Migrantinnen als die anderen darzustellen und als homogene Gruppe, so als wären die alle gleich. Wie siehst du auch aus deiner Forschungsperspektive und aber auch aus deinem politischen Engagement heraus diesen Balanceakt? Und was denkst du, wie kann man damit umgehen? Ich glaube, das ist eine sehr zentrale Frage bei diesem Begriff des Othering und bei der Abgrenzung und auch Abwertung. Also ich ziehe im Buch diese Linie zwischen Abgrenzung auf der einen Seite und Abwertung auf der anderen Seite. Das ist im weitesten Sinne auch durch Psychoanalyse, ja, das geht ja auf das ganze Konzept zurück. Also im Grunde geht das ganze Konzept auf Hegel zurück, muss man auch sagen. Aber das möchte ich jetzt, nachdem wir uns in der Mittagspause befinden, ersparen. Also ich komme jetzt nicht mit der Dialektik daher. Also im Grunde geht natürlich dieses, das Selbst braucht das andere, um sich selber mal zu definieren. Ich tue es jetzt sehr, sehr paraphrasieren. Ja, ich hoffe, es sind keine Hegelianer im Zuseherraum. Das geht eben auf Hegel zurück und diese Unterscheidung Herr und Knecht. Ja, wo man aber natürlich schon sieht, da geht es auch um Hierarchie und da geht es um Unterordnung und Überordnung und so weiter. Weiterentwickelt ist das dann ja geworden unter anderem, und das ist wahrscheinlich für viele von uns hier ein wesentlicher Text gewesen, von Simone de Beauvoir, die natürlich schon im Titel hatte,
das andere Geschlecht. Ja. Ich finde sie im Französischen auch sehr eindringlich mit la deuxième sexe, also das zweite Geschlecht, wo man noch stärker die Hierarchisierung hat. Und dahinter steht so ein bisschen, vielleicht beginne ich damit, jetzt kulturtheoretisch das aufzubröseln, diese Frage, die Tatsache, dass diese Abgrenzung an sich ja noch nicht das Problem wäre. Ja. Also diese Wahrnehmung, dass es natürlich viele Unterschiede gibt und das ist eigentlich auch wesentlich, ist keine, wir keine homogene Masse sind und wir uns auf vielen Ebenen unterscheiden. Die sind individuell, ganz klar, die sind aber auch strukturell, was unsere Bedingungen betrifft, dass das an sich noch nicht die Problematik ist. Und das auch, und wir kennen ja alle die Vorwürfe, die dann an sozusagen Personen, die jetzt links der Mitte stehen, herangetragen werden, man würde irgendwie diese ewige Gleichmacherei betreiben, ja, Multikulti und was weiß ich. Ich bin der Meinung, da geht es ja eigentlich ums Gegenteil von der Gleichmacherei, sondern es geht ja darum, dass Menschen als Individuen wirklich wahrgenommen werden und nicht eben aufgrund der Zugehörigkeit zum Beispiel zu einer Nationalität oder zu einem Geschlecht. Also diese Abgrenzung ist sehr, sehr legitim und eigentlich kann man sagen auch notwendig. Was dann das Problem wird, und da kommt dieses Othering ins Spiel, ist, wenn die Abgrenzung in eine Ausgrenzung bzw. in eine Abwertung mündet. Also wenn ich dem anderen eben gewisse Merkmale zuschreibe, aufgrund dieses Status als Frau, als Migrant, als etc., ja, und dadurch natürlich auch eine Hierarchisierung mit eingeht, ein gewisser Status. Und das wiederum hat auch einen wichtigen Effekt für das Selbst, für das eigene. Ich kann mich dadurch nämlich erhöhen. Ja? Also die eigene Identität im Grunde festigen, weil ich das andere abwerte. Das ist so diese Kulturtheorie, die dahinter steht, jetzt sehr grob zusammengefasst. Und das, was du ansprichst, ist aber ein sehr reales und konkretes Thema. Ich glaube tatsächlich, dass es in der Wissenschaft gar nicht so schwierig ist, wie dann auch in der gesellschaftspolitischen Kommunikation. Weil in der Wissenschaft ist es so ein bisschen leicht, weil da muss ich ja im Grunde nicht unbedingt werten. Da kann ich sagen, die Daten sagen dieses und jenes. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen die Diskussion der Daten und das war dann schon der Endpunkt. Da muss ich nicht so sehr in meiner persönlichen Wahrnehmung, wo ich ja auch ein bisschen versuche, in beiden Welten zu Hause zu sein oder zumindest hier und da mal die Zehen hineinzustrecken, da muss man nicht so vorsichtig agieren. Da kann man sich auch gut hinter den Erhebungen, die man hat und den Studien, die man hat, vielleicht ein bisschen verstecken. Aber wo es dann relevant wird, ist natürlich bei der Frage, wie kommuniziere ich das in eine breitere Öffentlichkeit? Und wie schafft man auch diese Vermittlung von genau diesen strukturellen Bedingungen? Ja? Vielleicht versuchen wir es anhand eines gerade sehr aktuellen Themas aufzubröseln. Wir haben diese Woche schon wieder bereits zum dritten Mal, ich zähle mit, es ist wie eine pandemische Welle, ja, das Thema kommt in Wellen, erkranken Migrantinnen und Migranten häufiger an Corona und landen sie häufiger auf Intensivstationen. Also ich kann mich Ihnen, die ersten Interviews dazu habe ich im Herbst letzten Jahres gegeben, dann im Dezember und jetzt wieder. Es ist auch interessant, so von der medialen Logik her. Und da ist mir zum Beispiel wichtig zu betonen, erstmal ist mir ganz wichtig zu betonen, für Österreich gibt es eigentlich keine Daten. Ja? Also da würde die Diskussion schon enden, wenn ich jetzt das rein wissenschaftlich betrachte. Das muss man auch sagen, wir diskutieren auf einem komplett blanken Blatt Papier. Eigentlich wissen wir das nicht, wir können nur extrapolieren, von Daten aus anderen OECD-Ländern, die vorhanden sind. Und da zeigt sich, und das ist ja wiederum nicht verwunderlich, weil da sind wir genau bei dieser starken Verknüpfung, die in Österreich besonders ausgeprägt ist, aus unterschiedlichen Gründen, auf die ich noch komme, von sozialer und ethnischer Herkunft. Ein ganz wichtiger Faktor, den du ja auch schon so gut jetzt in der Frage angesprochen hattest. Und wo mir zum Beispiel wichtig ist zu betonen, dass ja Migrantinnen und Migranten jetzt nicht nur aufgrund dieser Verknüpfung gesundheitlich stärker von Covid-19 betroffen sind, sondern auch ökonomisch, sozial und psychisch. Ja, auch da gibt es Daten. Und das ist eigentlich, könnte man genau diesen Diskurs auch mit einem, ich vermehre jetzt den Begriff, obwohl ich ihn nicht mag, auch weil ich keine Politikwissenschaftlerin bin, aber mit einem anderen Frame führen, nämlich, ist das vielleicht ein Vulnerabilitätskriterium? Sind Migrantinnen und Migranten aufgrund der Funktion, ja, da sind wir auch sehr schnell natürlich bei Arbeitsmarkt und so weiter, die sie erfüllen in der Gesellschaft, einfach vulnerabler? Weil was natürlich hinter der Frage steht, stecken sie sich häufiger an, ist ja das, was, ich glaube, es war Waldhäuser, der das wieder ein bisschen aufgebracht hat, die halten sich nicht an die Maßnahmen. Was aber eigentlich auch, wo wir die Evidenz haben, im Gegensatz zur Maßnahmendisziplin, da gibt es nämlich keinerlei Evidenz, gibt es auch wenig Studien meines Wissens,
ist tatsächlich, dass Menschen mit Migrationshintergrund exponierter sind, weil sie häufiger Systemehalterinnen sind, Pflege, Reinigung, Lieferdienste etc. etc., während wir im Homeoffice sitzen. Das ist der eine Punkt und dann natürlich die Verknüpfung mit häufiger eben in armutsgefährdenden Haushalten leben, in einkommensschwachen Familien leben. Und dadurch, das wissen wir auch, das ist eigentlich der wesentlichste Faktor, dass natürlich Armut mit einer schlechteren Gesundheit einhergeht, mit mehr Vorerkrankungen einhergeht, mit mehr chronischen Erkrankungen einhergeht. Man muss einfach sagen, Reichtum ganz jetzt auf das wirklich Grundlegendste heruntergebrochen, Reiche sind gesünder, Reiche sind gebildeter, weil es einfach diese starken Korrelationen gibt. Und die Schwierigkeit, die ich sehe, und das hast du, glaube ich, jetzt eh auch gut auf den Punkt gebracht, ich befürchte, ich habe nicht die Antwort, wie man das wirklich gut kommuniziert, aber mir ist es halt immer wichtig, auf dieses Strukturelle hinzuweisen und dann gleichzeitig auch, das steht ja eigentlich noch vor jeglicher inhaltlichen Debatte, den Migrant gibt es halt nicht, weil den Österreicher gibt es auch nicht. Ja? Und wenn wir über den Migrant sprechen, müssten wir eigentlich über die größte Migrantengruppe in Österreich sprechen, nämlich die Deutschen. Und von denen redet irgendwie niemand, ob die jetzt auf den Intensivstationen liegen oder nicht. Und dahinter steht ja diese klassische Ethnisierung von sozialer Herkunft, ja, die wir halt ganz stark erkennen. Und ich glaube, man kann wahrscheinlich eh nur ein gewisses Bewusstsein schaffen dazu. Man ist natürlich nie davor gefeit, dass der politische Diskurs, auch der gesellschaftliche Diskurs im Weiteren jetzt begriffen, das sehr stark dann verzerrt. Also ich habe mir gestern gedacht, das ist eigentlich ein Armutszeugnis für unser Land, dass jetzt, wo wir wirklich massiv auch noch mitten in der Pandemiebekämpfung stecken, ganz zu schweigen von den ganzen sozialen und arbeitsmarktpolitischen Themen, die sich jetzt schon ankündigen und auftun, dass wir da eine Headline brauchen mit landen Migranten häufiger auf Intensivstationen und dass sich da ganze Redaktionen offenbar die ganze Woche damit befassen. Ja. Also das muss man, glaube ich, auf der Metaebene auch ein bisschen hinterfragen. Ja. Habe ich die Frage nicht beantwortet, befürchte ich, aber ich habe viel zu sagen. Ja. Es ist klar, dass du da keine Lösung parat haben musst, aber es ist immer ein gutes, ein wichtiges Thema, an dem man sich abarbeiten muss. So wie auch Corona, das hast du jetzt eh auch in deiner Antwort schon angesprochen. Das verschärft natürlich ganz viele gesellschaftliche Probleme. Gleichzeitig hat uns ja die Pandemie neben den vielen persönlichen Leiden und den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Einbußen auch eine ungewöhnliche Wir-Erfahrung beschert. Und zwar in mehreren Dimensionen. Erstens gab es vor allem zu Beginn diese spürbare Bereitschaft, aufeinander zu schauen, Stichwort Nachbarschaftshilfe oder auch die Kampagne Schau auf dich, schau auf mich. Zweitens ist die Corona-Pandemie ganz eindeutig ein kollektives Problem, wo das individuelle Verhalten zwar schon auch dafür da ist, sich selbst zu schützen, aber vor allem ist es ein Beitrag zur Gesamtentwicklung. Menschen halten Maßnahmen ein und testen sich, um die Pandemie einzudämmen und um andere zu schützen. Und drittens wurde im letzten Jahr besonders deutlich sichtbar, wie wichtig sozialstaatliche Einrichtungen und Maßnahmen sind, also Gesundheitssystem, aber eben auch sowas wie Kurzarbeit. Und an der Stelle würde ich dich gerne um eine sozialwissenschaftliche Diagnose bitten, nämlich, denkst du, siehst du in der Corona-Krise eine Stärkung des Gemeinsamen? Kann man das so sagen? Könnte ich mich jetzt ursuper ausreden und sagen, ich bin eigentlich Kulturwissenschaftlerin. Ich denke, na, so gemein bin ich nicht. Ich finde das jetzt eine super Frage, weil ich glaube, das trifft so gut den Kern. Und ich habe kurz im Vorgespräch habe ich gesagt, so, mein Buch wird immer als Corona-Buch gelesen, aber eigentlich ist es das nicht. Aber natürlich, ich meine, das wäre jetzt ein bisschen seltsam, wenn ich sagen würde, bitte fragt mich nicht zu mir in Corona, weil natürlich, und das muss ich auch sagen, weil ich es ja geschrieben habe im April, Mai letzten Jahres, da hat sich ja auch für mich vieles, was den Wir-Begriff betrifft, so verdichtet und irgendwie herauskristallisiert. Ja? Also einerseits, was man gesehen hat, unmittelbar, und da muss ich auch sagen, da kann ich jetzt nicht vorgeben, ich würde als reine Expertin sprechen, die da irgendwie im Vakuum quasi hinforscht und von dem allen nicht betroffen ist. Und natürlich ist man auch immer sozial, geografisch tatsächlich verortet in diesem Diskurs, in dieser Unmittelbarkeit und in dem Fall auch in der Pandemie. Und da habe ich halt gemerkt,
dieses Wir ganz am Anfang, das da adressiert wurde im ersten Lockdown, das war unglaublich wirkmächtig, das war stark emotionalisierend. Das hatte was von so National Effort, ja, ich sage auch bewusst National Effort, weil da war ja auch wieder die Frage, werden die lieben Österreicherinnen und Österreicher angesprochen oder alle Menschen, die im Land wohnen, ja, ist auch so dieses Klassische, schon mal da die Trennlinien einziehen. Und das hat sehr viel gemacht, glaube ich, bei vielen Leuten. Und da hat man ja auch in der Wahrnehmung, glaube ich, so ein bisschen so gespürt, okay, da geht es jetzt ums Zusammenhalten. Du hast jetzt doch dieses Motto da erwähnt. Ist ja im Grunde wieder, was ich auch so spannend finde, in einer Werbeagentur entstanden ist, schau auf dich, schau auf mich. Ja, also diese Verknüpfung sofort mit eigentlich der spätkapitalistischen Logik, ja, Solidarität auch da spannend als etwas, was ich nicht verkaufen kann. Und dann, wie man dann ein bisschen mehr in die Mühen der Ebene der Pandemiebekämpfung gekommen ist, hat man halt gesehen, wie wunderbar sich das Wir dazu eignet, es zu instrumentalisieren, vor allem politisch zu instrumentalisieren und eben in diesem Wir versus den anderen Diskurs einzuzahlen. Nicht? Also wenn ich zum Beispiel separat an die Menschen appelliere, die im Sommer ihre erweiterte Familie im Herkunftsland besuchen möchten, ja, dann ist das auch eine Form von Othering. Ja? Weil wenn ich nur die adressiere mit passt auf, aber die einheimischen Kroatien-Urlauber nicht, dann steht dahinter, ja, weil die Gruppe der Menschen, die Familie besucht im Herkunftsland, die wäre eben entweder besonders faul oder zu blöd, sich an die Maßnahmen zu halten oder sonstiges. Also das muss man schon auch sehen, was da für Dynamiken ablaufen. Aber wenn ich da dazwischen fragen darf, also wenn der Kurz jetzt das sagt und diese Personengruppe explizit als Schuldige brandmarkt, man könnte die gleichen Personen, wie du schon gesagt hast, sind die in erster Linie oder sind die überrepräsentiert in systemerhaltenden Berufen, könnte man ja auch so ansprechen, diese Gruppe. Was denkst du, hat das einen Effekt? Ja, also ganz konkret kann ich mich damals erinnern, weil ich habe mir das damals auch ein bisschen angeschaut und da muss man schon sagen, ich meine, ich bin jetzt weit davon entfernt, also ich bin, so wie alle, bin ich eine Hobby-Virologin, ja, aber ich bin jetzt nicht sozusagen direkt aus dem Fach. Und da hat man halt schon gesehen, die Tatsache, welche Länder damals im Sommer 2020 eine Reisewarnung erhalten haben und welche nicht, das war schon ein bisschen arbiträr. Ja, und da hat man halt gemerkt, der Grund, warum Kroatien vielleicht nicht anfangs so in dieser Gruppe der Länder mit Reisewarnungen war natürlich auch so Zugehörigkeit zur EU, klassisches Urlaubsland der Bio-ÖsterreicherInnen, ja, und dann andere Länder eher Herkunftsländer. Also das muss man, glaube ich, sehen, so als was jetzt die empirische Basis dafür betrifft. Und mir kommt es eben sehr vorgeschützt vor, wenn wirklich dahinter steht, das wirkliche Bestreben, Menschen, die ein höheres Risiko haben, weil sie exponierter sind, wie zum Beispiel systemerhaltende Migrantinnen und Migranten zu schützen, dann hätte man wesentlich früher zum Beispiel so ansetzen können, dass man mehrsprachig kommuniziert von Anfang an und nicht gesondert, ja? Also so wie es auch einer modernen Migrationsgesellschaft würdig ist und unser Arbeitsmarkt hängt massiv auch von migrantischen Arbeitskräften ab. Wir sind eine Migrationsgesellschaft, ja, das ist einfach so, die meisten westlichen Länder, muss man sagen. Also was da möglich gewesen wäre, das ist eigentlich bis dato noch immer nicht passiert, dass man zum Beispiel nicht so gesondert kommuniziert. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, es gibt diese wirklich gut gelungene, muss man auch mal sagen, in Anbetracht der Dinge, die halt nicht gut gelingen, wirklich gut gelungene Österreich-Impft-Webseite, ausführliche Fragen und Antworten. Die Website gibt es nur auf Deutsch, obwohl es ja meines Wissens technisch ein leichtes wäre, da oben, wir kennen das alle, diese Flaggen einzufügen und dann kommt die ganze Seite auf Englisch, was ich weiß, dass für meine vielen Kolleginnen und Kollegen hier an der WU relevant wäre, die wirklich kein Deutsch sprechen, ja, punkto Parallelgesellschaft, oder halt auch, weiß nicht, Arabisch, Türkisch etc. einzupflegen. Das ist bis dato nicht passiert. Was es aber gibt, ist stark gekürzte, übersetzte Impfinformationen auf irgendeiner anderen Webseite als PDF irgendwo versteckt für die wichtigsten Migrantinnen und Migrantengruppen in Österreich. Das ist, finde ich, nicht wirklich, da tue ich mir schwer dahinter, ein Bestreben zu sehen, Menschen zu erreichen. Da sehe ich eher dieses Trennen und dieses Wir versus die anderen, was sich sogar im digitalen Raum verortet. Ja. Und deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig mit dieser Adressierung, weil natürlich ist der erste Impuls zu sagen, ist ja gut, wenn die angesprochen werden, wenn die ein höheres Risiko haben, aber die Frage ist schon noch das Wie und was wird über den Weg der Kommunikation dann noch mitkommuniziert. Ja? Und das ist natürlich dann eher der Subtext. Ja? Genau. Ja. Du hast mich aber ursprünglich gefragt wegen sozial
mit der sozialen Struktur, mit dem Wir, genau. Ja, also das eine Punkt würde ich noch gerne machen, weil ich sage es mal so, die Pandemie würde ja eigentlich, und das ist auch ein starker Diskurs, den wir haben, uns so ein bisschen die Tür öffnen, um stärker diese ganzen Interdependenzen zu erkennen. Wir hängen alle zusammen. Ja. Ich glaube nicht, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, weil wir zwar sitzen im Homeoffice mehr oder weniger und andere stehen jeden Tag an der Kasse. Das ist nicht das gleiche Boot, das muss man einfach sagen. Aber wir sind jetzt insofern alle zusammenhängend oder kommunizierende Gefäße, als natürlich die gesamte Pandemieentwicklung uns alle irgendwo betrifft. Ja. Und auch auf dieser rein körperlichen, fast Bio-Ebene, ja, das Virus wird halt von Mensch zu Mensch weitergegeben. Also da erkennt man deutlicher diese Interdependenzen und so. Nur, ich folge da im Grunde Judith Butler, die das schon Jahre vor der Pandemie einmal so schön in einem längeren Essay auf den Punkt gebracht hat. Die Tatsache, dass wir alle zusammenhängen und interdependent sind, wie sie sagt, bedeutet halt nicht, dass wir dadurch eine soziale Harmonie geschaffen haben oder uns dieser überhaupt bewusst werden oder daraus irgendetwas Progressives ableiten. Gar nicht. Im Grunde hängen wir eh schon immer zusammen und eigentlich weiß auch das, was sie jetzt als Eliten bezeichnet. Eliten wissen, dass sie aufbauen auf unter anderem der Arbeitskraft jener, die eben weit unten stehen. Ja, und das ist eigentlich ein Bewusstsein, das wir im Grunde haben. Wir haben aber nicht davon abgeleitet, dass wir alle ins gleiche Boot holen sollten, damit es allen besser geht. Ja. Deshalb bin ich da ein bisschen so vorsichtig, auch was jetzt Prognosen betrifft und so weiter und wie man da weiter tut, weil momentan, ich glaube, das nehmen auch viele im Alltag wahr, ist ja weniger die Solidarität, die jetzt im Vordergrund steht, sondern auch rein die Stimmung, die man spürt. Es klafft und die Kluft kommt ein bisschen stärker zum Vorschein. Ja. Und das ist natürlich auch durch eine gewisse Ermüdung, glaube ich, zu erklären. Es ist, glaube ich, schwierig, da gerade auch aus dieser Sicht wirklich die Prognosen zu treffen. Ich glaube schon, was es braucht, irgendwann einmal wären auch tatsächlich vielleicht sogar gesteuerte Maßnahmen, um dieser Vereinzelung der Gesellschaft, die wir erlebt haben. Ja, also was ist jetzt die Gesellschaft, wenn wir uns alle nicht sehen und nicht austauschen? Und der virtuelle Raum, das merkt man ja, ist nicht wirklich der taugliche Ersatz dafür. Wie kann man da wieder zu dem kommen, was halt wir ursprünglich Gesellschaft genannt haben, ja, wo wir halt auch selber, komme ich wieder zum Ursprungsthema, diesen produktiven Streit vielleicht haben. Ja. Und den finde ich halt auf Twitter oder so, ist der Streit meistens nicht so produktiv. Problem mit der Twitter-Streitkultur, Judith. Aber auf Twitter umgekehrt, das ist sofort jetzt im realen Leben, gibt es so einen Button, wo man sagt, ein Stummschalten. Ja, das haben wir im realen Leben noch nicht geschafft. Ich wollte jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, das ist schon ein Thema. Ja? Also so dieses, wie schaffen wir es dann wieder, soziale Wesen zu sein, die wir eigentlich sind. Ja? Das glaube ich schon. Weil wir sind ja jetzt sehr stark zurückgeworfen auf die engste, eigene, meistens familiäre Blase. Das ist ja auch schwierig, ja, die dann doch viel homogener ist als eigentlich der Austausch mit den anderen. Und was noch dazu kommt, ist, dass ja hinter der Corona-Pandemie noch eine relativ größere Krise auf uns wartet mit Klima und Natur. Also das ist heute ist Welttag der Erde. Die USA haben zu einem Videogipfel für heute und morgen eingeladen. Gestern hat die EU ein neues Ziel zu Treibhausgasemissionen beschlossen. Und wenn wir irgendwie sinnvoll der Klimakrise begegnen wollen, dann braucht es ja ein starkes Verständnis von der Menschheit als Kollektiv. Es ist uns ein kollektives Anliegen und wir müssen kollektiv handeln. Einzelne Staaten, einzelne Menschen müssen sich ja als Teil des großen Ganzen sehen und dann ihren Beitrag leisten. Hältst du es für möglich, überhaupt zu so einem Bewusstsein zu kommen? Also ich schicke vielleicht noch eine Bemerkung davor, weil ich natürlich im ersten Moment, das ist jetzt meiner eigenen inneren Welt geschuldet, wie du gesagt hast, wir haben noch andere Krisen, habe ich mir gedacht, ja, an den EU-Außengrenzen ist eine Krise, eine chronische Krise, eine systematische Krise, eine produzierte Krise, die niemand sehen will, die niemand wahrhaben will, die immer nur für politisches Kleingeld verwendet wird. Und die man eigentlich aber nicht haben müsste. Also ich bin der Überzeugung, da gibt es Möglichkeiten, sehr konkrete Möglichkeiten, diese Krise zu lösen, nämlich für alle Betroffenen. Bei der Pandemie geht es nicht so zackig. Ja? Also das liegt unter anderem auch daran, dass
Impfstoff und so. Aber diese Krise wäre möglich zu lösen, auch zu lösen, gut zu lösen für alle Betroffenen, das tun wir nicht. Also das möchte ich jetzt auch nur so, und hängt dann natürlich im weiteren Sinne wieder mit dem Klima natürlich zusammen, ganz klar. Ja. Die ökonomischen Grundlagen, die vielen Menschen einfach aufgrund des Klimawandels entzogen werden. Und da sieht man halt wieder diese starke, im Grunde ist es Ungerechtigkeit, ja, weil natürlich gerade die, die von der Industrialisierung nicht so viel profitiert haben wie der globale Norden, aber umgekehrt stärker natürlich von den Klimafolgen jetzt schon betroffen sind. Ja. Also auch das ist natürlich eine massive Ungleichheit, die wir offenbar momentan auch nicht die nicht einmal mentalen Kapazitäten haben, um die in den Blick zu nehmen. Ja, also es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, dieses gesamte, die Klimagerechtigkeit eigentlich, die dahinter steht. Ja. Und ich versuche es wieder ein bisschen so aus meiner eigenen Forschung das anzugehen. Ich glaube ja, ich habe doch kürzlich jetzt erst einen Artikel dazu verfasst. Ich glaube ja tatsächlich, ja, das ist jetzt ein bisschen ein kontroversielles Argument, aber dieses Othering, was ich vorher beschrieben habe in Bezug auf wir, die Autochtonen, gegen die, die jetzt von draußen kommen oder die da oben oder die Bürokraten in Brüssel oder ne, man kennt die populistischen Sachen, dieses Othering gibt es auch ein bisschen so, und das ist vor allem seit der Aufklärung ganz stark in Europa und im globalen Norden. Wir sind die Zivilisation und das andere, das Wilde, das Gefährliche ist die Natur. Und daraus ergibt sich einerseits ein bisschen so Abwehr, auch Abgrenzung. Ja? Also ich meine, wenn man sich anschaut, wie klassischerweise unsere Städte geschaffen wurden, wenn man das versucht mit ein bisschen so jungfräulichen Blick, ist das ja eigentlich pervers. Also wir sind ja nur mehr umgeben von Beton. Ja? Und dahinter steht ja auch, oder ist klassischerweise gestanden, vor allem in der Zeit, als die europäischen Städte entstanden, die Natur eigentlich weg. Ja? Natur, auch stark die Assoziation mit das Wilde, das Gefährliche, es geht ja sogar bis in die Geschlechterebene. Die Frau ist ja eher das Natürliche, das Biologistische, deshalb ist sie ja dann auch emotionaler und nicht so rational. Also selbst bis dahin dreht sich das. Und das Zweite, was man daraus abgeleitet hat, wir müssen uns ja die Natur untertan machen, steht ja angeblich sogar schon in der Bibel. Wobei man mir gesagt hat, das ist ein Übersetzungsfehler, aber da bin ich jetzt die Falsche. Aber wir müssen halt auch die Natur unterwerfen und vor allem müssen wir sie ausbeuten und das Maximum rausholen, ja, um eben genau die Zivilisation drauf aufzubauen. Also da haben wir wieder die klassische Hierarchie. Also im Grunde würde ich sagen, man sieht sogar auf der Ebene, man kann dieses Othering sogar dorthin übertragen. Und da sieht man halt, was es dann noch so schwierig macht. Ja, weil wie sollen wir uns als Teil dessen verstehen oder wie sollen wir diese Interdependenz, die ich vorher erwähnt habe, wir hängen natürlich massiv von der Natur ab und sogar dieses gesamte Wirtschaften, das wir da gerade so fröhlich vor uns hin betreiben seit den letzten paar hundert Jahren, hängt natürlich davon ab, dass wir auf die Natur angewiesen sind. Ja. Das schaffen wir total zu trennen, glaube ich, aufgrund dieses Othering-Prozesses. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, es ist sehr abstrakt, leider kulturwissenschaftlich gesprochen, aber ich glaube schon, dass diese Art von Diskursen oder auch wirkmächtige Metaphern sind das oft, ja, die bestimmen, die sind sehr denkbestimmend, ja, und dann auch handlungsbestimmend. Und sich dieser mal bewusst zu werden, was da eigentlich passiert und warum das zum Beispiel schwierig ist, auch zusammenzubringen, dann mit dieser Trennung zu überwinden und nicht die Natur als etwas anderes zu sehen, sondern eigentlich als das, was uns auch ausmacht, ja, diese Trennlinien vielleicht, wenn nicht ganz zu überwinden, dann so ein bisschen, ich mag das Wort so gerne, es ist schon akademisch, problematisieren, ja, also überhaupt einmal in Frage zu stellen. Ich glaube, das wäre eigentlich eine Grundvoraussetzung von dem allen. Ich denke, vieles, was du von dem, was du beschrieben hast, und deswegen hast du es ja auch eingangs jetzt bei deiner Beantwortung erwähnt, hat auch damit zu tun, wie die europäischen Gesellschaften damit umgehen, was an den EU-Außengrenzen passiert. Du engagierst dich, das habe ich zu Beginn schon gesagt, bei der Initiative Courage und wiederholst auch immer, welche katastrophalen Zustände in Moria herrschen, von Ratten bis Suizidgedanken. Und wir wissen auch, dass immer noch laufend Menschen im Mittelmeer ertrinken oder in Afrika unter furchtbaren Zuständen vom Weg nach Europa zurückgehalten werden. Und wir wissen eigentlich auch, dass die Verantwortung dafür zu einem sehr, sehr großen Teil die EU trägt, somit die europäischen Staaten, somit eigentlich wir alle. Gleichzeitig ist das aber nicht einmal annähernd vereinbar mit dem, was wir uns als kulturelles Erbe Europas auf die Fahnen heften, mit Menschenrechten, Flüchtlingskonventionen, humanistischen Idealen. Wie erklärst du, dass das möglich ist? Ich
glaube, ich muss jetzt einen harten Satz sagen, aber ich glaube, das ist nur möglich, weil die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken oder die in Moria gerade sind, die sind in unserer Wahrnehmung nicht mehr in der Kategorie Mensch oder nicht mehr in der gleichen Kategorie Mensch wie wir. Anders ist es, glaube ich, innerlich nicht zusammenzubringen. Ja? Und das ist auch so ein Endpunkt. Ich bin leider immer beim Gleichen. Ja? Ich habe jetzt nicht viele Argumente mitgebracht. Ich habe eines. Das ist wieder der Endpunkt von diesem Othering. Ja? Weil was das Othering macht, ist eine komplette Objektivierung und in letzter Instanz eine Entmenschlichung des anderen. Ja? Und ich glaube schon, dass das dahinter steht. Wir haben es seit 2015 ganz massiv erlebt. Ich muss sagen, leider auch in weiten Teilen des medialen Diskurses. Da hat man mittlerweile gelernt, aber damals stark Flüchtlingswelle, Flüchtlingsflut, die Masse an Leuten, ja, komplette Entmenschlichung auch schon in der Sprache ausgedrückt, ja. Und das macht es dann natürlich leichter, die Menschen einerseits als gesichtslose Masse wahrzunehmen, als Naturkatastrophe, die da auf uns zurollt, vor der wir uns schützen müssen, die bedrohlich sind und so weiter. Und natürlich nicht in der Kategorie wir, sondern in der Kategorie die anderen, aber gleichzeitig auch ganz deutlich unter uns und untergeordnet. Und deshalb ist das, glaube ich, möglich, dass wir das zulassen und vereinbaren. Und ich bin jetzt auch dankbar, dass du dieses so ein bisschen die europäische Werte irgendwie angesprochen hast, ja, Wertehaltung und Fundament. Ich hoffe ja, dass wir vielleicht 2021 ein bisschen eine Möglichkeit haben, das stärker auch wieder aufs Tapet zu bringen, weil ich glaube, es ist im Juni oder Juli diesen Jahres, dass sich die Genfer Flüchtlingskonvention zum 70. Mal jährt. Und die Genfer Flüchtlingskonvention wurde in und durch Europa erstritten nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist tatsächlich, das ist ja eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, wie wir, ja, dieses Wir erstritten haben. Also das ist für mich so ein klassisches, das war jetzt eher so dieser schöne nicht, aber diplomatische Streit, geboren aus den unmittelbaren Folgen des Krieges, muss man auch sagen. Ja. Auch das finde ich ganz wesentlich, wie weit weg Erfahrungen oder überhaupt die Wahrnehmung von Krieg und Vertreibung in Europa ist, obwohl das eigentlich überhaupt nicht weit weg liegt. Ja. Und gerade in vielen deutschen Städten, auch die unmittelbarer betroffen sind, man das auch in der Architektur und so weiter immer noch wahrnimmt, aber auch eine gewisse Art von Verdrängung da ist. Ich glaube schon, dass auch punkto Erinnerungskultur es viele, viele Lücken gibt. Und da bin ich wieder bei Österreich ganz massive Lücken. Ja. Weil was auch ein Thema ist, denke ich, ist, dass wir ja gerade in Wien einen sehr hohen Anteil von Menschen haben, die unmittelbare Kriegs- und Verfolgungserfahrung haben, aber die natürlich auch überhaupt nicht in einer Form der urbanen Erinnerungskultur vorkommen. Ja? Also wir haben kriegsgeflüchtete Menschen, traumatisierte Menschen etc. Ja? Das ist auch irgendwie sehr stark ausgeblendet. Sozusagen, was macht Europa aus? Ich glaube, das ist wirklich so dieser Kernpunkt. Und man kann, finde ich, dieses Argument, man muss eine andere Form von EU-Migrationspolitik betreiben, nämlich eine, die nicht reine Sicherheitspolitik ist. Das kann man schon, finde ich, sehr auch auf der Grundrechteebene ausformulieren. Also ich, wie du richtig sagst, ich engagiere mich ja auch zum Beispiel für Courage. Und ich habe es schon als eine von den Proponenten, die jetzt weniger den Flügel von Barmherzigkeit abdeckt, sondern ich sehe das einfach als ein Grundrecht, das wir schon erstritten haben, so wie andere auch. Ich habe vorhin das Wahlrecht, das ist ein ganz fundamentales erwähnt. Das Wahlrecht übrigens basiert ja auf der Staatsbürgerschaft. Also das ist ja auch so dieses Kern, das Kerngrundrecht, Hannah Arendt hat das natürlich schon so schön formuliert damals, von dem viele, eigentlich fast alle anderen Rechte abhängen. Ja? Also immer wieder bei dem Kontext. Aber wichtig ist schon zu betonen, und da gibt es leider in der Geschichte zig Beispiele, dass die Grundrechte, so wie sie besonders marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft zuerkannt werden. Und ich sehe schon geflüchtete Menschen auf vielen Ebenen, nämlich nicht nur was die Herkunft betrifft, sondern auch sozial, ökonomisch etc., wirklich ganz, ganz stark marginalisiert. Ja. Also wenn diesen Menschen die Luft wegbleibt, ja, wenn wir ihre Rechte beschneiden, dann ist das oft so ein Einfallstor dahin, dass auch andere Grundrechte oder Grundrechte von anderen Gruppen sukzessive beschnitten werden. Also mein deutscher Fluchtforschungskollege, der Olaf Gleister, hat da dieses sehr eindrückliche Bild verwendet, dass Geflüchtete so ein bisschen wie Kanarienvögel in der Kohlemine sind. Die hatten ja die Funktion, weiß nicht, wie man das kennt, ich glaube hier schon, ja, so, wenn man zu Sozialdemokraten spricht, dann kennt man vielleicht die Beispiele, dass da wirklich Kanarienvögel in die Kohlemine mitgenommen wurden,
um zu schauen, ist auch noch genug Sauerstoff vorhanden ist. Ja? Und wenn der Vogel tot umkippt, dann haben die Minenarbeiter gewusst, ui, schnell wieder an die Oberfläche. Und er hat dieses Bild verwendet, um zu sagen, also wenn Geflüchteten die Luft wegbleibt zum Atmen, wenn wir ihnen die Grundrechte beschneiden, und das ist natürlich zum Beispiel ganz wesentlich das Recht, einen Asylantrag zu stellen, ja? Oder viele andere Grundrechte, die jetzt im Moria auch nicht vorhanden sind, dann haben wir auch bald nicht mehr viel zum Atmen. Also das ist eine unmittelbare Kettenreaktion. Man muss gar nicht weit blicken, also nur ins Nachbarland Ungarn, wo man schon sieht, der Umgang mit marginalisierten Gruppen dort, mit Geflüchteten dort, der war tatsächlich ein Einfallstor, auch für die Beschneidung von Grundrechten von eigentlich wesentlich etablierteren sozialen Gruppen. Und das finde ich so wichtig auch zu betonen in der Debatte, da geht es jetzt nicht um dieses... Ich meine, es ist überhaupt nicht respektierlich, aber geht es nicht darum, dass wir uns besonders barmherzig zeigen oder irgendwelche Almosen oder Decken hinschicken, sondern da geht es wirklich um den Kern dessen, was auch uns betrifft. Ja, also wieder dieses Thema Interdependenz deshalb engagiere ich mich da. Und ich bin ja, wie gesagt, der Meinung, gerade diese konkrete Situation, die ist lösbar und das ist eine bewusst produzierte Krise. Ja. Wenn wir auch jetzt noch einmal auf so die individuellen Handlungsmöglichkeiten kommen, dann forderst du ja in deinem Buch, in einem gesamten Kapitel, dass wir unsere Privilegien zurückweisen und bringst da die recht schöne Geschichte der Hip-Hop-hörenden Raserin. Magst du die kurz beschreiben? Ja, ich muss gleich vorausschicken, das ist leider gar nicht meine Geschichte, sondern die habe ich einem amerikanischen Professor gestohlen, unter Anführungszeichen, bei dem ich mal eine Summer School besucht habe, und der das eben aus seiner Wahrnehmung geschildert hat. Und man muss auch sagen, gerade der Diskurs um Privilegien, wie nehme ich sozusagen anderes wahr, wie gehe ich damit um, der ist natürlich im angloamerikanischen Raum schon etwas weiter fortgeschritten. Ja, also wir haben jetzt gesehen, dass das sukzessive auch bei uns jetzt überschwappt in den letzten Jahren. Aber er hat damals das Beispiel gebracht, er hatte eine weiße Studentin und die hat mit Vorliebe Hip-Hop gehört und die hat so ein getuntes Auto gefahren mit so getönten Scheiben und halt, ja, war irgendwie ein sehr auffälliges Auto. Und dann ist sie von einem Polizisten angehalten worden und sie kurbelt dann halt diese Scheibe runter und hat dann gemerkt, in dem Moment, wo der Polizist sie sieht, ist er total erschrocken, hat sich fast entschuldigt und meint, naja, sie soll nur weiterfahren, passt schon so irgendwie. Und sie hat in dem Moment ganz klar wahrgenommen, was da passiert ist. Nämlich die Tatsache, dass dieser Polizist, wie wahrscheinlich die meisten, jemand anderen hinterm Steuer vermutet hätte. Aufgrund dieser vielen sozusagen Zuschreibungen, die man hat. Ja, also wer hört Hip-Hop, wer hat getunte Autos, wer hört ganz laut Musik und fährt schneller und hat getönte Scheiben, sind eher junge schwarze Männer und nicht weiße Studentinnen. Ja. Und das war so ein bisschen die Annahme, das hat sie in dem Moment stark gemerkt, die der Polizist hatte. Also es ist so ein bisschen so dieses Racial Profiling, so würde man es wahrscheinlich beschreiben in der modernen Sprache. Und der Polizist wollte sie weiterfahren lassen und sie hat, das war ein klassisches Privileg aufgrund ihrer Hautfarbe, hat gesehen, aha, doch nicht, war perplex und hat dann gemeint, ja, passt schon. Und sie hat dann gesagt, na, ich weiß genau, was sie machen wollten, sie wollten mir dann Strafzettel ausstellen, jetzt machen Sie das bitte, ja, Sie haben eh recht, ich bin wirklich zu schnell gefahren. Und das ist so ein schönes Alltagsbeispiel, weil ich glaube, es zeigt einerseits, es ist schwer, das mal wahrzunehmen, was da gerade passiert. Es ist noch schwerer, das zurückzuweisen, das Privileg, weil in ihrem Fall hat es geheißen, sie musste eine empfindlich hohe Strafe zahlen. Wer macht das schon freiwillig? Ja? Und es ist natürlich auch schwierig, dann, glaube ich, so ein bisschen auf die höhere Ebene zu heben, weil ich glaube jetzt nicht, dass wir sämtliche Ausgrenzung und Ungleichheit in unserer Gesellschaft überwinden, wenn wir uns alle schlechter stellen. Das ist eigentlich gar nicht das Ziel. Es gibt so einen anderen Begriff, ich weiß jetzt gar nicht welcher, ich glaube, es war auch eine amerikanische Soziologin, die den Begriff geprägt hat, so ein bisschen diese Democratization of Discomfort, hat sie das gemeint. Die Tatsache, dass sozusagen dieser gesellschaftliche Discomfort, den wir verspüren, der ist sehr ungleich verteilt. Manche Menschen haben ein wesentlich komfortableres Leben auf unterschiedlichen Ebenen als andere. Und wir wollen jetzt nicht, dass alle alles haben und dass alle sozusagen in einem Luxus-Wien leben, wenn man es jetzt so runterbrechen will. So, das ist erstens nicht realistisch, ja, und das ist auch gar nicht das Ziel. Aber vielleicht eine etwas fairere Verteilung von diesem Discomfort, den wir alle spüren. Und das kann man, wie gesagt, dann auch, ich habe versucht, ein bisschen Handlungsempfehlungen zu geben, die können natürlich nur individuell sein, bei den politischen Handlungsempfehlungen
wie du eingangs erwähnt, das bin ich eh laut, aber was jetzt die Leserinnen und Leser betrifft, das kann man natürlich auch bis aufs Kleinste runterbrechen, ja? Und mal ein bisschen so schauen im Alltag, wo ich vielleicht einen unfairen Vorteil bei meinem eigenen Komfort habe und der andere viel mehr Discomfort auf sich nehmen muss. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Und was für mich schon auch so ein bisschen eine Handlungsableitung ist, ist, glaube ich, gerade für gelernte Österreicherinnen und Österreicher schwer umzusetzen. Diese Wachstumsschmerzen aushalten heißt natürlich auch eine vermeintliche Harmonie, vielleicht ab und an sich stören trauen. Ja, ich glaube, die Situation kennen viele. Familienessen bei der Herkunftsfamilie irgendwie zu Weihnachten zu Hause oder jetzt vor kurzem zu Ostern. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der eine abfällige Bemerkung über irgendeine Gruppe macht oder wo irgendwie Themen im Raum stehen. Und wo man vielleicht aus guten Gründen das mal nicht so ansprechen will, aber umgekehrt dann aber sich denkt, okay, vielleicht lernen wir beide wirklich etwas in der Auseinandersetzung. Ja, das heißt nicht, dass man es immer tun muss und immer die Ressourcen hat, aber das wäre jetzt aufs Kleine runtergebrochen, das, wo man sagt, da gibt es auch eine Form von Zusammenraufen, die gelingen kann. Nicht muss, aber gelingen kann. Was ich auch sehr schön finde, ist, und was auch damit zusammenhängt, ist, wie du gegen Ende des Buches betonst du das, dass der Wandel damit beginnt, dass wir uns alle für das Wir verantwortlich fühlen. Und du schreibst auch, wer zum Wir gehören will, ist auch dafür zuständig. Das bedeutet also Verantwortung übernehmen, sich an der gemeinsamen Konstruktion des Wir beteiligen, Vorurteile reflektieren, Privilegien wahrnehmen und zurückweisen. Das sind alles Aufrufe für uns individuelle Verhalten. Die Frage ist, wie das auf einer gesellschaftlichen, institutionellen, politischen Ebene gefördert werden kann. Hast du da Vorschläge dazu? Wie kommt man zu einem Bewusstsein über die eigenen Privilegien? Und was könnte Menschen überhaupt dazu anregen, sich diese Fragen zu stellen? Also ein konkretes Beispiel, was ich ja auch im Buch gebe, und das finde ich schon, klingt vielleicht ein bisschen banal, aber ich glaube schon, dass es auf den Punkt bringt, warum wir momentan nicht alle uns ums Wir kümmern oder eher in der Vereinzelung der Wir sind, ist eben die Tatsache, da kommen wir zu meinem ureigensten Thema, dass natürlich gerade so Fragen wie Integration, Migration etc., ja, dürfen dann, wenn es politische Clubs gibt im Parlament, dann darf das diejenige Vertreterin des Clubs bearbeiten, also das Thema Integration, die halt selber idealerweise einen sichtbaren Migrationshintergrund hat, weil die weiß ja was zum Thema. Dass sie vielleicht auch irgendwas zu Frauenrechten wissen würde oder zum Thema Bildung oder zum Thema Sicherheit oder ich weiß es nicht, ist dann nicht so relevant wie die Tatsache, dass sie halt selber diese entweder mittelbar oder unmittelbar über die Eltern Migrationserfahrung gemacht hat. Ja? Alle anderen fühlen sich nicht zuständig. Das finde ich auch irgendwie sehr bezeichnend. Ja, ich finde umgekehrt irgendwie jetzt gut, dass man gesehen hat, dass zum Beispiel eine Alma Sadic auch Justizsprecherin sein kann und nicht einfach nichts werden konnte, weil Integration nicht bei ihrem Partei gelandet ist. Also das bringt so ein bisschen auf den Punkt, finde ich, auf einer gewissen Ebene, wie vereinzelt das ist und wie sehr sich natürlich beim Thema Integration konkret die Mehrheitsgesellschaft, wenn man das immer so bezeichnet, nicht angesprochen fühlt. Und das ist so ein Kernproblem. Also ich habe jetzt noch ganz konkret, wenn du mich jetzt auf so ein Policy, gar nicht um Politik, sondern um Policy fragen würdest, würde mir vorschweben, dass man sowas wie den ÖEF, ich möchte jetzt nicht im Detail konkret über den ÖEF reden, weil da gibt es auch andere Kritikpunkte, die man äußern kann. Österreichischer Integrationsfonds. Österreichischer Integrationsfonds. Das müsste ja eigentlich ein Begegnungsort für alle Menschen sein. Ja? Also die Tatsache, dass von einer Stelle, die sich jetzt der Inklusion, Partizipation, Teilhabe annimmt, nur Angebote für Menschen mit ganz konkreten Migrationshintergrund und wie gesagt, wieder nicht die Deutschen oder der kanadische Diplomat, der bei uns bei der UN arbeitet, die sind ja nicht angesprochen, obwohl die, wie gesagt, eigentlich, wenn man jetzt diesen Begriff übernehmen möchte, und ich tue das nur unter Anführungszeichen, es wären ja eigentlich die Parallelgesellschaften, weil dort wirklich eine Blase herrscht und eine eigentlich fremdsprachliche Blase, was jetzt überhaupt kein Problem ist, ja, wenn ich das so definiere, die nicht angesprochen werden, sondern ganz bestimmte Gruppen, die aber auch abgegrenzt vom Rest der Bevölkerung adressiert werden. Und das einfach auf komplett andere Beine zu stellen und zu vermitteln, dass das eher Begegnungsorte sind, Austauschorte, wäre meines Erachtens eine ganz konkrete Policy-Maßnahme, die man treffen könnte.
Und ansonsten glaube ich, weil ich will ja ein bisschen so was Ermutigendes auch immer einbringen, ich glaube, auf gewissen Ebenen sieht man halt schon immer wieder, dass man sich halt zuständig fühlt. Ja? Also, oder das ist schon ein Bestreben und ein sich antun oder an sich abgeben mit einem größeren Wir gibt, weil wir sehen es ja jetzt schon auch, oder unmittelbar vor der Pandemie ganz stark, in der Klimabewegung, ja, Fridays for Future, wo man ja auch sagen könnte, ja, was geht uns das an? Ne? Also wir nehmen uns des Themas an und wir engagieren uns. Und Black Lives Matter, finde ich, war im letzten Jahr auch ein sehr starkes Signal, dass das so unmittelbar bis nach Europa gedrungen ist und wo ich schon der Meinung bin, auf vielen Ebenen ist es gelungen, diesen Connex zu machen, nämlich sich nicht von diesem Einwand abhalten zu lassen. Ja, erstens mal, Österreich habe ja keine koloniale Vergangenheit, was nicht stimmt. Ja? Oder zweitens, wir haben ja eh nur wenige Menschen, die jetzt wirklich schwarz sind. Ja, natürlich betreffen solche Themen wie Rassismus auch Menschen, die jetzt von der Hautfarbe her, was jetzt konkrete Nuancierung betrifft, nicht viel dünker sind als ich, aber natürlich schwarz gelesen werden. Und diese Wahrnehmung, ja, da glaube ich schon, dass sich was tut. Und da hat man ja gemerkt, das ist dann doch den Leuten ein Anliegen, weil sie auch verstehen, da habe ich auch ein ganzes Kapitel im Buch, weil mir das so wichtig ist, in dem Moment, wo wir bestimmte Menschen ausgrenzen, schaden wir ja nicht nur denen, die ausgegrenzt sind, sondern im Grunde allen. Ja. Also wahnsinnig viel Potenzial, das diese Gesellschaft hätte und ja, auch die Volkswirtschaft hätte. Das ist, finde ich, bin der Meinung, das ist ein total legitimes Argument. Why not? Dass das liegen bleibt, wenn Menschen ausgegrenzt werden, wenn man eigentlich nämlich nicht ihre Leistung sieht, sondern zum Beispiel ihre Herkunft. Ja. Da gibt es wahnsinnig viel empirische Evidenz, dass gleichere Gesellschaften, die Ausgrenzung überwunden haben, gesündere Gesellschaften sind, reichere Gesellschaften sind für alle nämlich, sicherere Gesellschaften sind, ja, niedrigere Kriminalitätsraten haben und so weiter. Also man könnte eigentlich aus einem aufgeklärten Eigennutz heraus sagen, ein größeres Wir hilft mir und ich kämpfe darum, damit ich halt auch selber was davon habe. Ich habe da noch eine Nachfrage von einem von Jakob auf YouTube, der fragt, welche Rolle spielt Bildung bei dem Verschmelzen von Kulturen? Welche Veränderungen oder Reformen wären dafür notwendig? Das ist eine große Frage jetzt zum Schluss. Ich kann nur ausdrucksweise. Ja, eine wesentliche. Ja, also ich habe das vorher schon mit Bezug auf Gesundheit erwähnt, ja, also was alle demografischen Daten zeigen, dass es mittlerweile gut belegt, der Zusammenhang zwischen Bildung, dann Einkommen und Gesundheit, ja, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Und umgekehrt haben wir in Österreich eine unglaublich hohe Bildungsvererbung weiterhin, die natürlich vor allem die Menschen betrifft, die jetzt von den Eltern her betrachtet auf den unteren Ebenen der Bildungsabschlüsse sind. Weil wenn sich ganz im oberen Segment, also bei der universitären Ausbildung, die vererbt, könnte man sagen, nicht so das Problem. Ja. Aber natürlich die Menschen, die unten einsteigen, haben dieses Thema und das hängt dann unmittelbar auch mit der vergangenen Migrationspolitik in Österreich zusammen. Ich möchte daran erinnern, dass wir in den 60ern, 70ern bewusst sehr niedrig qualifizierte Arbeitskräfte angeworben haben, die sogenannte Gastarbeitergeneration, denen aber auch in der zweiten, dritten Generation natürlich überhaupt keine Bildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen, auch sozial betrachtet, nicht gegeben haben oder kaum gegeben haben. Und jetzt aber genau sozusagen versuchen, durch diese Verknüpfung und Verschränkung, die eigentlich ganz stark hausgemacht ist, aus der politisches Kleingeld zu schlagen versuchen. Also da gibt es sehr viele Themen, die da reinspielen. Und natürlich Flucht und Bildung ist ein ganz anderer Bereich, ja, weil Flucht hängt ja auch ganz massiv von den persönlichen Ressourcen ab, die ein Mensch hat, auch von den finanziellen Ressourcen, weil wir eben keine legalen Fluchtmöglichkeiten haben, bleibt Menschen in kriegsbetroffenen Regionen nur die Möglichkeit, Schlepper zu bezahlen, meistens mit dem letzten Geld, das sie haben. Und Menschen, die wenig Bildung haben, dadurch ein geringes Einkommen, das korreliert ja stark, die können sich die Flucht bis nach Europa nicht leisten. Also wir haben im Grunde ein stark ökonomisiertes Asylsystem aufgrund der Tatsache, dass es kaum Resettlement-Programme oder Ähnliches gibt. Also ich bin ja deshalb der Meinung, dass Fluchtforschung genau an eine Wirtschaftsuni gehört und dass das ein ganz wesentliches Thema ist. So konnte ich jetzt nur ein paar Schlaglichter drauf werfen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir sind damit schon am Ende unserer Stunde angelangt.
Für alle, die jetzt dieses Buch erwerben wollen, was ich sehr empfehlen kann, haben wir wie immer abschließend die Bitte, das nicht bei Amazon zu machen, einem Konzern, der Arbeiterinnen ausbeutet und praktisch keine Steuern zahlt. Und daher haben wir abschließend noch einen Tipp für eine Buchhandlung. Ja, ich möchte die Buchhandlung Seeseiten in der Seestadt Aspern empfehlen. Und zwar aus einem sehr lustigen Grund. Einerseits ist die Buchhandlung selber wunderbar, da durfte ich auch schon das Buch präsentieren. Sie liefern auch super schnell in der jetzigen Zeit. Es gibt auch Click and Collect und so weiter. Und tatsächlich ist meine höchstpersönliche Heilmasseurin, die mir wirklich sehr geholfen hat, als es mir mal gesundheitlich vor ein paar Jahren nicht so gut war, also ich sage immer, die hat mich wieder ganz gemacht, ist mit dem Eigentümer verheiratet. So, die liebe Julia, die ich grüßen möchte auf diesem Weg. Und sind wir wieder beim Thema Schmerzen zusammenwachsen. Und das finde ich schön, weil da schließt sich der Kreis. Also deshalb aus mehreren Gründen, aber auch, weil sie ein tolles Angebot haben, Buchhandlung Seeseiten. Ja, danke, Judith. Mir bleibt jetzt noch ein kleiner Ausblick, nämlich auf unsere nächsten Veranstaltungen. Da geht es viel um Europapolitik. Kommenden Mittwoch um 16 Uhr um europäische Sicherheitspolitik und am Donnerstag nächste Woche auch um 16 Uhr um EU-Regionalpolitik. Und an dieser Stelle danke ich dir, Judith, für das wie immer spannende und bereichernde Gespräch. Schön, dass du hier warst. Dankeschön. Danke. Ihnen und euch im Publikum wünsche ich noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Baba. Thank you.